Viele Menschen sind immer der Meinung, Midlife Crisis wird es nur bei uns Männern geben. Das ist aber Bullshit. Es gibt es genauso, vielleicht nicht auf die gleiche Art, aber es gibt es genauso auch bei Frauen. Und ganz viele Frauen fangen an, relativ früh sich auf Familie einzustellen, bekommen irgendwann Kinder und dann mit zunehmendem Alter kommt so das Gefühl, verdammt nochmal, ich habe irgendwas verpasst in meinem Leben. Und wenn dieses Nachholbedürfnis kommt, dann geht es wirklich darum, diesem auch nachzugeben. Sonst endet es vielleicht in Frust, in Ärger und möglicherweise irgendwann mit dem Satz, verdammt nochmal, warum habe ich damals nicht? Und dieser Artikel heute ist nicht nur für euch Frauen gedacht, sondern genauso für die Männer. Deshalb ein Aufruf an die Männer. Freunde, wenn eure Frau in einer Midlife-Crisis ist und sie sich beruflich nochmal zum Beispiel verändern will, dann unterstützt sie. Denn wenn ihr es nicht tut, macht's ein anderer. Und der macht's vielleicht verdammt nochmal richtig gut. Und dann seid ihr aus dem Spiel. Deshalb, Midlife Crisis heißt, man hat eine Krise. Die Krise bekommt im Kopf, hat aber tatsächlich in den Emotionen begonnen. Und wenn man unzufrieden ist mit dem Leben, dann muss man einfach wieder was Neues tun. Und deshalb Aufruf an euch Frauen, wenn ihr das Gefühl habt, nochmal Vollgas geben zu wollen, dann kümmert euch darum, dass alle Ängste und Zweifel aus dem Weg geräumt werden und folgt diesem Ruf des Herzens. Und dabei ganz viel Erfolg und vor allem jetzt ganz viel Spaß mit dem Artikel.